Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe soeben ein Paket bekommen von BH Cosmetics mit der neuen Drop Dead Gorgeous Kollektion. Wir werden heute zwei verschiedene Looks schminken. Wir haben nämlich zwei Lidschattenpaletten und Glitter. Blut. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze ist so ein bisschen Halloween orientiert. Wir haben tatsächlich einfach schon Oktober. Halloween kommt, ich bin fix und fertig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Den ersten Look habt ihr aber wahrscheinlich schon gesehen, vielleicht sogar schon den zweiten. Ich weiß es nicht. Freunde, schön, dass ihr heute da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt zauberhaft geschlafen, hattet einen wundervollen Tag. Und falls nicht, wünsche ich euch, dass es euch nach diesem Video vielleicht ein kleines bisschen besser geht. Wir schminken, wie gesagt, zwei verschiedene Looks. Wir haben nämlich zwei verschiedene Lidschattenpaletten und dieses Kunstglitzerrote Zeugs. Ich bin gespannt, vielleicht sehen wir danach aus wie Dracula, vielleicht sehen wir danach aber aus wie Lindsay Lohan. Ich weiß es nicht. Freunde, falls ihr hier neu seid und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt tut. Damit unterstützt ihr mich am meisten und falls ihr Lust habt, könnt ihr das Video auch gerne mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund teilen. Das hilft mir tatsächlich am meisten. Und bevor ich es vergesse, ich habe einen Code in Zusammenarbeit mit BH Cosmetics. Auch damit unterstützt ihr mich und ihr könnt 10% sparen. Mit dem Code MAXIM10 gibt es 10% aufs komplette Sortiment, also auch Influencer-Produkte, alles Mögliche. Gut. Freunde, ich brauche Lipgloss. Ich habe das Gefühl, ich fange immer mein Video an und dann sage ich, ach, ich brauche Lipgloss. Okay, Freunde, wir haben zwei Paletten. Wir haben hier nämlich einmal die kleine Drop Dead Gorgeous Little Bit Psycho Palette. Da sind 8 Farben drin und ich glaube, ihr könnt sehen, wir haben so eher diese roten Töne und ein Gelb. Und dann gibt es noch dieselbe Palette, glaube ich. Die ist aber etwas bunter, hat aber auch so rote Töne. Also, okay. Guckt mal, wenn ihr ein bisschen Team Günstmaus seid diesen Monat, könnt ihr euch einfach die kleine kaufen, dann habt ihr diese roten Farben. Wenn ihr mehr Auswahl haben wollt, könnt ihr dann die größere nehmen. Da habt ihr dann auch noch so blau und so Schimmertöne mit drin. Die große Palette kostet 21, die kleine 16. Ganz ehrlich, dann könnt ihr auch die 5 Euro mehr mit drauflegen, wenn es geht, und habt die große. Nur mal so mit am Rande. Dann hebe ich die auf, weil hier sind dieselben Farben drin. Und die ist für euch mal in der Verlosung. Ich sammle ja gerade einige Pakete hier für die Weihnachtsverlosung. Das heißt, es wird, wenn alles klappt, 24 Videos im Dezember geben. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das schaffen soll. Und 24 Verlosungen hier und auf Instagram. Also haltet da auf jeden Fall Ausschau und schaut doch gerne schon mal bei Instagram vorbei. Da passiert im Moment einiges. Die Palette hat leider keinen Spiegel. Oh nein! Habt ihr es gesehen? Ich habe eine Farbe verloren. Nein! Oh nein, sie ist genau hier in die Schublade gefallen. It's so sad. Wie soll ich das denn hier jemals wieder rauskriegen? Oh, so Lidschatten, ne? Glitzer-Lidschatten in Schubladen ist immer schwierig. Okay. Hallo. Bin mal gleich ein kleines Stückchen näher gekommen. Wir machen, wie gesagt, zwei verschiedene Looks. Einmal so einen roten Look. Ah, da ist doch eine andere Farbe drin. Ist ja mies. Dann braucht er doch beide. Weil hier ist noch so ein dunkles Rot mit drin. Egal, das ist für euch jetzt. Ich nehme als erstes so einen Pencil Brush, so einen flachen, und gehe in das Rot hier rein. Das ist die Farbe V-Amped. Ach scheiße, das glitzert hier überall hin. Klopfe ab und setze mir das direkt hier an mein Auge. Und presse mir das Pigment hier so rauf und okay, sie ist wirklich rot. Die Palette ist vegan und cruelty-free und irgendwas mit Glitzer. Das Symbol habe ich noch nie gesehen. Aber sie ist vegan und cruelty-free. Ist super bei diesen roten und blauen Farben. Das ist ja meistens ganz besonders schwierig. Als nächstes, ich habe es eben schon so ein bisschen gemacht, gehe ich mit diesem Hot Pink, die Farbe Outrageous, hier in den Übergang. Leider hat der Ton gerade nicht aufgenommen. Und ihr seht schon, das ist also wirklich ein Hot Pink. Ne? Das ist nicht so ein zartes Babyrosa, sondern das ist wirklich, wirklich pink. Und vorne gehe ich in die Farbe, ich kann es kaum lesen, Sweet as Sin. Das ist hier so ein Pastell. Und das, nee, das sieht doof aus. Ich nehme das Pink und blende das hier einfach so ein bisschen rein. Also das ging extrem einfach. Ich nehme jetzt noch einen sauberen Pinsel. Und zwar von Ellie und BH. Das sind die 1991 Pinsel Collection Brushes. Extrem gut zum Ausblenden, weil sie halt nicht zu weich gebunden sind. Es gibt verschiedene
Aber ihr könnt damit halt wirklich nachträglich einfach nochmal so ein bisschen rübergehen und ausblenden. Ich bin gespannt, wie rosa mein Auge heute nach diesem Video ist. Ich gebe euch dafür natürlich auch ein Update. Aber das ist schon krass. Also, ich würde jetzt auch da gar nicht mehr machen. Außer mit einem Finger in die Farbe Devil Wears It. Das ist hier dieses Rot. Und das setze ich mir direkt hier einfach auf mein Augenlid für so einen kleinen Schimmereffekt. Und nehme denselben Finger und gehe ganz leicht in diesen Silberton, der jetzt leider mit rausgebröckelt ist. Und das Ganze noch so ein bisschen zu highlighten. Krass. Okay, das ist ein sehr intensiver Look, ne? Also, falls ihr als Barbie zu Weihnachten, zu Silvester, Halloween gehen wollt, bitte. Hier ist übrigens ein Swatch mit dem Rest, den ich noch am Finger hatte. Also. Es ist so krass, ne? Ich drehe ja in den letzten Tagen recht viele Videos vor. Und ich muss sagen, ich hatte keine Lidschattenpalette in letzter Zeit, die schlecht war. Gehe als nächstes auf der anderen Seite mit einem fluffigen Blendepinsel in die Farbe Savage. Das sieht so ein bisschen aus wie meine Farbe aus meiner Palette. Und presse mir die auch hier direkt hin. Krass. Und blende damit dann gleich so ein bisschen aus. Fertig. Nehme denselben Pinsel und gehe in Poison. Das ist das dunkle Blau. Und blende mir das hier so ein bisschen rein. Ey, das ist so ein schnelles Video heute. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil das ist natürlich schon wieder hier so ein bisschen feuerbändiger Vibes. Aber das ist ja wirklich easy gewesen. Also ich habe ja jetzt hier gar keine Arbeit reingesteckt. Gehe einfach so ein bisschen mit zwei, drei Farben aufs Auge. Fertig. Intens Look. Gebe dieselbe Farbe auch direkt hier in meinen unteren Wimpernkranz. Extrem pigmentiert. Ein bisschen Fallout habe ich jetzt gerade. Aber wow. Auch hier nehme ich wieder meinen Finger, diesmal den anderen, und gehe in die Farbe Ravishing. Ich kann das kaum lesen, ne? Bin froh, wenn ich meine Augen lasern lasse. Das ist so ein, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Duochrome Shade. Hier habe ich übrigens das Gelb geswatcht für euch. Und das setze ich mir hier einfach nur. Wow. Das ist so ein Grün. Grünblau. Und auch hier extrem pigmentiert. Ich kann immer noch weiter swatchen, ne? Ich nehme hier so einen kleinen Schwammapplikator. Der ist jetzt von Dior. Und gehe in die Farbe Stunner. Das ist wieder dieses Silber. Und setze mir das hier in mein Inner Corner. Und hier auch. Das passt halt ganz gut, ne? Weil es halt so ein Silber ist. Es ist trotzdem so vielseitig. So ein bisschen unter die Augenbraue. Hierhin. Das ist krass. Aber komm, wir machen mal noch ein bisschen mehr. Ich gehe jetzt nochmal in das Schwarz hier. Und verdunkle mir das hier wirklich nochmal so ein bisschen. Weil ich mag das ja gerne, wenn es halt sehr intens in der Crease ist. Es wird halt immer krasser, ne? Wollen wir mit dem Schwarz hier nochmal so ein bisschen hingehen? Damit das Ganze so ein bisschen Halloween-artiger wird. Bin jetzt nicht nochmal in die Palette reingegangen, einfach damit ich nicht zu viel Pigment aufnehme. Und selbst das geht, ne? Also ich muss es natürlich noch verblenden. Aber ihr habt gesehen, also es ist schon sehr schwarz. Und mit dem Pinsel, den ich vorhin zum Ausblenden genommen habe, gehe ich jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen lang. Blende das aus. Ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt von schwarz zu pink, aber es ist machbar. Können wir ganz kurz hierüber sprechen, wie krass Ellie einfach aussieht auf der Kampagne davon? Wow. Okay, Freunde, das ist ja jetzt schon ein bisschen beeindruckend hier. Es gibt aber noch ein drittes Produkt und das fand ich ganz spannend. Ich verstehe es nicht, irgendwie finde ich es aber auch gut. Das ist eine Körperflüssigkeit, die rot ist. Ich weiß nicht, ob ich das Wort sagen darf hier bei YouTube. Ich habe es wahrscheinlich schon gesagt. Also wenn ihr keine Werbung vor dem Video gesehen habt, dann wisst ihr, es war verboten. Drop Dead Gorgeous. Das ist so ein Glitzer-Zeugs. Ellie hat das hier auf dem Foto unter den Augen. Das sieht krass aus. Aber machen wir jetzt so sexy Vampir. Oh mein Gott, das ist. So stelle ich mir meinen Herzkreislauf vor. Gib mir das hier direkt nochmal so ein bisschen ins Auge. Die Pipette ist sehr, sehr klein. Das heißt, ihr könnt. Es schmeckt aber eklig. Ihr könnt damit wirklich sehr präzise hier so kleine Tropfen hinmalen. Das ist ja irre. Also, das ist so Last-Minute-Halloween-Look, ne? So krasse Augen. So ein bisschen Harlequin. Oh mein Gott, wie heißt der Harlequin? Harlequin? Nee, Harlequin ist ein Kindergetränk, oder?
Ihr wisst, was ich meine. So, und dann hier so ein bisschen Glitzer. Schon, also ist halt so ansatzweise gar nicht gruselig, aber ich kann nicht mal TKKG gucken, weshalb ich glaube, dass das für mich eine ganz gute Sache ist. It's cute. Wow. Also Lidschattenpalette ist fantastisch, ne? Das habt ihr aber jetzt gesehen, das ging ja wirklich, wirklich schnell. Gut, mit dem Schwarz hier, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Aber ich wollte euch einfach zeigen, dass selbst das funktioniert. Es braucht halt dann nur so ein bisschen Arbeit. Aber das ist halt typisch für Lidschatten, wenn ich von Schwarz zu Pink gehe. Das ist wie von Schwarz zu Weiß blenden. Da brauchst du auch 10 verschiedene Grautöne, damit das funktioniert. Das, Freunde, war aber eine wirklich krasse Sache. Ich weiß es nicht, ob es die in der Drogerie gibt. Ich setze euch den Link zu BH Cosmetics einmal unten in die Infobox. Mit dem Code könnt ihr ein bisschen was sparen. Also, dieses Glitzerzeug ist schon krass. Sieht halt irgendwie sexy aus. Aber irgendwie auch ein bisschen gruselig. Und Glitzer, Freunde, ist eh immer das Beste. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt. Was heißt Look? Zu der kleinen Demonstration der Produkte. Lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut unbedingt vorbei. Eine Palette verlose ich an euch zu Weihnachten. Das ist aber wirklich fantastisch. Das war wirklich, wirklich gut. Freunde, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.